über 300 Jahren wurde die Nordwestküste Amerikas von einem starken Erdbeben erschüttert, das zahlreiche Brände verursachte und außerdem einen gewaltigen Tsunami auslöste. An diesem Tag wurden Hunderte von Siedlungen überflutet. Tausende von Menschen galten als vermisst. Der Grund für alles war Cascadia. Das ist die sogenannte Subduktionszone, der Ort, an dem eine tektonische Platte auf eine andere stößt. Alle 250 Jahre kommt es in Cascadia zu einer Verschiebung, die zu einem Erdbeben mit einer Stärke von mehr als 8 führt. Und weißt du was? Die Zeit von Cascadia ist wiedergekommen. Woher wissen wir, dass die Gefahr schleichend auf uns zukommt? Es kommt oft vor, dass es vor Erdbeben unerklärliche Lichtblitze am Himmel oder kleinere Erschütterungen in der Nähe eines Vulkans gibt. Aber bei Cascadia ist das anders. Keine Warnzeichen, keine kleinen Erdbeben. Bis zum Ende des letzten Jahrhunderts wussten die Geologen nicht einmal, dass diese Zone gefährlich ist. Später entdeckten sie, dass die Juan de Fuca-Platte, die sich angeblich unter die nordamerikanische Platte schiebt, stecken geblieben ist. Der Druck zwischen den Platten nimmt zu und eines Tages wird die gesamte gespeicherte Energie frei. Wissenschaftler von der Oregon State University sagen voraus, dass die Wahrscheinlichkeit eines Erdbebens in den nächsten 50 Jahren 1:3 ist. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass es in den nächsten Jahren passieren kann. Die Katastrophe wird den gesamten pazifischen Nordwesten betreffen. Die Staaten Oregon, Washington, Wyoming, Idaho, Montana und Nordkalifornien. Cascadia wird ein Erdbeben mit einer Stärke von mehr als 9 verursachen. Niemand kann genau vorhersagen, wann es soweit sein wird. Aber die Bewohner der Region werden dringend gebeten, jederzeit bereit und wachsam zu sein. Schließlich können ein paar Minuten Vorsprung dein Leben retten. Es ist bekannt, dass kurz vor einem Erdbeben Hunde anfangen zu heulen und Mäuse wegrennen. Diese Tiere können Schwingungen wahrnehmen, von denen wir nicht einmal wissen. Ihre Reaktion bedeutet, dass die erste seismische Welle vorbei ist. Nach 30 Sekunden wird es ein weiteres Erdbeben geben. Die Bewohner von Montana und Wyoming, den weiter von Cascadia entfernten Staaten, haben etwa 6 Minuten Zeit, so weit wie möglich nach Osten zu fliehen. Sie sollten sich auf keinen Fall in die andere Richtung bewegen. Denn dort wird sich der Rand der Platte absenken, wodurch ein riesiger Tsunami, der sich mit einer Geschwindigkeit von 19 Kilometern pro Stunde bewegen wird, entwickeln. Infolge der letzten tektonischen Verwerfung dieser Art im Jahr 1700 reiste die Riesenwelle 10.000 Kilometer und schlug an der Küste Japans ein. Das Wasser überflutete die Reisfelder, schwemmte mehr als ein Dutzend Gebäude weg und verursachte Brände, die weitere Gebäude zerstörten. Die Menschen flüchteten an die hochgelegenen Orte, aber sie waren ohne Unterkunft und Nahrung. Die Japaner nannten das den weisen Tsunami, weil niemand verstand, was ihn auslöste. Aber dieses Mal bleibt keine Zeit für romantische Vorstellungen. Wie verhält man sich im Falle eines Erdbebens in Cascadia? Es wird die Zerstörung von Tausenden von Häusern verursachen, schwere Brände, Erdrutsche und Dammbrüche. Die Behörden ermutigen alle Einwohner, für 2 Wochen vorzusorgen. Das heißt, jede Familie muss ein Set mit lebenswichtigen Nahrungsmitteln, Kleidung und Medikamenten haben, um 2 Wochen lang unter extremen Bedingungen zu überleben, um auf die notwendige Hilfe oder Evakuierung zu warten. Aber um dieses Survival-Kit zu benutzen, musst du zuerst überleben und die Erschütterungen in deinem eigenen Hause überstehen. Dazu solltest du zunächst schwere und große Gegenstände auf den Boden oder in niedrige Regale räumen und alle Dinge entfernen, die auf dich fallen könnten. Achte darauf, dass dein Fluchtweg und die Tür Öffnungen frei von Hindernissen wie großen Gegenständen oder Möbeln sind. Befestige Computer- und Fernsehgeräte mit speziellen Sicherheitsgurten. Und das Wichtigste, bringe Sicherheitsverschlüsse an deinen Küchenschränken an. Bei dem verheerenden Erdbeben in den USA wurden Tausende von Menschen verletzt und viele Menschen starben wegen loser Gegenstände. Das war in Northridge, Kalifornien, 1994. Und laut der Studie der University of California, Los Angeles, wurden über 50% der Verletzungen bei diesem Erdbeben durch umstürzende Möbel und fallende Gegenstände verursacht. Nur 1% der Verletzungen wurde durch Gebäudeschäden verursacht. Wenn du jedoch in Oregon, dem Epizentrum des Ereignisses, lebst, musst du noch etwas anderes wissen. Was solltest du tun, wenn du dich im Epizentrum befindest? Fallen lassen, Deckung festhalten.
Jeder sollte diese Regel kennen, wenn du spürst, dass es losgeht. Du musst auf Hände und Knie deinen Kopf und Hals bedecken, wenn möglich unter den Tisch kriechen oder dich an etwas festhalten. Wenn das Beben aufhört, solltest du das Gebäude sofort verlassen. Und du solltest darauf vorbereitet sein, was du draußen sehen wirst. Tausende von Gebäuden werden entweder umgestürzt sein oder in Flammen stehen. Oregon hat große Treibstoffvorräte, nicht nur für den Staat selbst, sondern auch für den Südwesten Washingtons. Treibstofftanks verformen sich und werden undicht. Jeder Funke reicht aus, um ein Feuer zu entfachen. Aber du darfst nicht stehen bleiben. Städte wie Seaside zum Beispiel haben nur 20 Minuten Zeit, um evakuiert zu werden, bevor ein Tsunami die gesamte Küste trifft. In dieser kurzen Zeit muss man sich so tief wie möglich ins Innere des Kontinents begeben oder auf höher gelegenes Gelände fliehen. Dieser Indianerstamm erhielt eine Sonderfinanzierung, um einen vertikalen Tsunami-Evakuierungsturm zu bauen. Allerdings gibt es nur zwei solcher Türme in den USA und sie können nicht jeden retten. Die Zahl der Tsunami-Opfer kann über 70.000 Menschen im Winter und über 150.000 im Sommer betragen. Jeder, der keine Zeit hat zu fliehen oder sich in höher gelegene Gebiete zu begeben, wird sterben. Über 160.000 Quadratmeter werden überflutet. Das gilt besonders für Orte wie Seattle, Portland, Eugene, Salem, Vancouver Island und Victoria. Es scheint, dass es nicht schlimmer werden kann, aber was, wenn doch? Was, wenn die Cascadia-Verwerfung nicht das Ende ist? Die Katastrophe in Cascadia könnte eine Kettenreaktion auslösen. Du hast wahrscheinlich schon von der San Andreas-Verwerfung gehört, eine kontinentale Transformationsverwerfung zwischen der pazifischen Platte und der nordamerikanischen Platte, die etwa 1200 Kilometer lang ist. Sie verläuft entlang der Küste von Kalifornien, meist auf dem Landweg. San Andreas verursachte viele Erdbeben, die eine Stärke von über 9 erreichten. Das berühmteste ist das San Francisco-Erdbeben von 1906. Starke Erschütterungen waren vom südlichen Oregon bis südlich von Los Angeles und bis zu 70 Kilometer landeinwärts in zentralen Nevada zu spüren. Als Folge des Erdbebens und der nachfolgenden Brände wurden bis zu 3.000 Menschen getötet und etwa 300.000 Menschen wurden obdachlos. 80% der Gebäude wurden zerstört. Das Erdbeben wurde von einem Bruch der Oberflächenverwerfung entlang der San Andreas-Verwerfung begleitet. Verschiebungen von bis zu 8,5 Metern wurden registriert. Und hier das Wichtigste. Die San Andreas-Verwerfung trifft nördlich des Kaps auf die Plattengrenze der Cascadia-Subduktionszone am Kap Mendocino. Vor ein paar Jahren wollten Forscher testen, ob sie sich gegenseitig beeinflussen oder nicht. Es stellte sich heraus, dass in den letzten 3000 Jahren massive Erdbeben in Cascadia zum Bruch der San Andreas-Verwerfung führten, 9 bis 11 Mal. Das heißt, wenn Cascadia von einem Erdbeben getroffen wird, wird San Andreas dem Beispiel folgen. Ein Erdbeben nach dem anderen wird einen Tsunami auslösen und dieses Mal wird sich die Verwüstung über ein großes Gebiet von Kanada bis Mexiko erstrecken. Wenn du denkst, dass die Katastrophe nur die Nordwestküste Amerikas betreffen wird, dann schau dir diese Karte mal genau an. Cascadia liegt innerhalb des sogenannten Feuerrings. Das ist eine Aneinanderreihung von Vulkanen, von denen einige, wie der Yellowstone, am besten nicht geweckt werden. Ein Superausbruch würde die Kraft von 1000 Hiroshima-Atombomben entsprechen und ist jederzeit möglich. Wollt ihr mehr wissen? Dann schaut euch mein Video über Yellowstone an.